Herzlich willkommen zurück. Es geht mal wieder daran, Untote zu kloppen, und das wird uns im Verlauf der Primärquest jetzt noch häufiger begegnen. Aber genug der Worte, Taten warten. Und das sollten wir machen, solange hier noch viele der wilden Jagd am Leben sind, damit ich ein bisschen Puffer habe nach vorne. Man kann ja mit dem Mesmer auch tanken, aber so ist meine jetzt hier gerade eher nicht so aufgebaut. So. Bringt das was, die wieder zu beleben, oder sind die gleich wieder down? Ja, dann mal los. Kämpfen wir uns hier durch die feindlichen Reihen. Beziehungsweise, die sind ja in unsere Reihen gelaufen. Das werden sie jetzt bitte bereuen. Oh, hier ist noch irgendjemand. Mesmer. Hervorragend. Auferstanden. Leibeigener. Das ist ja eklig. So. Ach so, den untoten Schwarm, das ist gar nicht Champion, sondern das ist einfach ein Schwarm von Untoten und kein Monster an sich. Na gut. Viele, viele bunte Smarties. Explorator der Abtei? Nö, was ist denn hier? Die können noch nicht... ihr gebt ein schlecht... Ihr seid eine Schande für die Abtei. Ihr gebt ein schlechtes Bild ab. Aliara und den Junkern der wilden Jagd gefällt das nicht. Au, wie kann man denn ein so zart beseitetes Wesen wie Aliara hauen? Und vor allen Dingen dann noch mit der groben Kelle. Also das geht ja wohl mal gar nicht. Vernichtet den vernichtet den zweiten untoten Schwarm. Also ich muss ehrlich sagen, da haben sie sich ja was überlegt. Also das ist wirklich abwechslungsreich gerade. So, Explorator der Abtei. Mit dem Seraphenschild sei wieder am Leben. Ah, da kommen sie wieder alle aus dem Boden. Blast zum Angriff. So. Habt doch alle keine Chance. Geben die dann EP. Oh, wieder so ein Grobian. Ich will mich aber diesmal nicht umschießen lassen. Vernichtet den letzten untoten Schwarm. Oh, ein Haufen schmutziger Essenz. Schick. Wo muss ich denn lang gehen? Ich kann sogar hier lang gehen. Sehr gut. Geschwindigkeit. Ich dachte, ich könnte da lang gehen. Kann ich aber nicht. Wo? Ist das ein Gebietsübergang? Ich muss ganz zurückrennen. Nicht cool. So, hier für PvE nehme ich mal besser die Hunde mit. Und hier zwei Spiegelbilder. Und dann huschen wir hier durch die urwaldlichen Sümpfe. Mit Tekwin und Kalis. Ah, hier sind wir. Hier soll man normalerweise irgendwelche Zutaten sammeln. Für irgendein untoten Abwehrgebräu, wenn mich nicht alles täuscht. So, und jetzt kommt, vernichtet den untoten Champion. Oh, ich hätte mich bei ihr anscheinend auch schon informieren können über die Erbärmliche, habe ich gerade gesehen. Hört ihr das? Das ist ihre Herrin, Saitans Dienerin. Sie steckt hinter diesen Angriffen. Ihr Name ist Herbosa, die Erbärmliche, und sie ist unheimlich. Sie ist unheimlich erbost. Sobald sie besiegt ist, zerstreuen sich die Untoten.
Mach die Waffen bereit. Die Schreie kommen näher. Wer war die denn? Früher war sie eine Forscherin, die sich geschworen hatte. Aha. Kalidon zu überqueren und das hinterste Ende des Kontinents zu bereisen. Sie hat versagt. Und nun ist sie versklavt worden. Die Auferstandenen fanden ihren Körper in diesem Sumpf. Ah ja. Okay, wir bringen sie zurück ins Grab. Und da ist sie auch schon. Stufe 53. Ihh, ist die eklig. Du siehst scheiße aus. Wir mögen dich nicht. Und deswegen gehst du jetzt hoffentlich schnell down. Komm mal wieder her, ja. Selbstmordattentäters. Und das war's. Na gut. Das war jetzt keine so große Herausforderung. Lebt wohl, Herr Bosa. Lebt wohl. Den Nebeln finden. Oh ja. Den Nebeln, die weit weg vom Drachen sind. Sehr weit weg. Herr Bosa hat Glück. Danke für eure Hilfe. Jetzt spüre ich, wie der Ruf der wilden Jagd nachlässt. Hier ist die Gefahr vorüber. Tegwin, ihr und Karis habt selbst gesehen, was Saitan anrichten kann. Solche wie euch können wir im Kampf brauchen. Seit unserer Reise nach Orr haben uns Sylvari aus dem Caledon-Wald aufgesucht, die Saitan ebenfalls bezwingen wollen. Yeah. Ihr habt heute mit ihm gekämpft. Sie sind tapfer und treu. Wenn Karis und ich euch helfen, kommen sie auch. Eine Einheit kampferprobter Sylvari mit Erfahrung in Orr? Was könnten wir mehr verlangen? Danke. Wir sehen uns dann in Löwenstein. Die Lage macht mir Sorge. Die Orianer haben sich eingegraben. Es wird schwer, die Klaueninsel zu befreien. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, Traherne. Ich habe sie nicht aufgegeben. Die Hoffnung wird uns führen. Ich spüre, dass wir uns Weisheit vom blassen Baum erbitten sollten. Unbedingt. Wenn jemand weiß, wie man Saitan besiegt, dann ist es die Mutter. Trefft uns im Hain. Und dann sprechen wir vor der Schlacht mit ihr. Da kann ich ja schon mal sagen, die Umsetzung des... Hoppla. Die Umsetzung des blassen Baumes hat mich etwas enttäuscht. Also, der Baum an sich ist cool, aber dieser Avatar, den hätte sich meiner Meinung nach... Hätten sich das die Designer sparen können. Und ich hätte mir auch eher irgendwie keine Frau da vorgestellt, sondern irgendwie so einen uralten Geist oder was weiß ich nicht was. Aber naja, das werden wir ja gleich sehen. Und dann starke Maske. Nö. Eine Robin-Maske. Schon eher. Reif der Genesung. Oh, ist auch nicht so schlecht. Nehmen wir mal den Reif. Bereit für mehr. So, bereit für mehr. Das wollen wir doch hoffen. Gut, ich werde mich dann, ja, zu Großmutter Weide auf den Weg machen. Ja. Auf in den Hain, würde ich mal sagen. Instanz verlassen und teleporten. Da sind wir auch schon wieder. Und die Leute, die wir gerade wiederbelebt haben, sind schon wieder tot. Aber das werde ich jetzt nicht machen. Auf in den Heim, Hain. Ein Licht im Dunkeln. Gut, gucken wir uns an, was die so zu sagen hat. Die Madame. Da sind wir auch schon angekommen. Ich finde den Hain an sich ja richtig cool designt und so weiter und so fort. Das sieht man von hier oben auf der obersten Terrasse leider noch gar nicht so gut. Sehr mysteriös und urtümlich und klasse und toll. Aber ja, der mit dem blassen Baum an sich, mit dem bin ich nicht so sehr zufrieden. Leider, leider nicht. Ein Licht im Dunkeln. Wie passt diese Szenerie nur zum blassen Baum?
Tja. Reist zum Hain und Trahern. Da. Sieht aus wie eine, so eine Blütenfee. Ich habe euch beiden viel zu zeigen. Kommt zu mir. Ich werde euch den Weg weisen. Okay, und wie uns diese Blütenfee, die so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, die sieht irgendwie so ein bisschen aus wie die, erinnert mich an die Fee von Peter Pan. Das wird zwar süß, aber irgendwie, Tinkerbell heißt sie. So, das wird zwar süß, aber irgendwie ist das doch nicht für den blassen Baum herrschaftlich und so weiter, ist doch dieser Avatar scheiße. So, na gut, aber was uns dieser blöde Avatar zu sagen hat, das werden wir dann beim nächsten Mal untersuchen und herausfinden. Ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.